Hallo liebe Freunde, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Transport Fever 2 hier bei Heisenberg Zock. So, wir stehen vor einem Brückenproblem. Beziehungsweise, ja, ist eigentlich kein Brückenproblem. Oh, ist das nicht schön hier gleich mit den zwei Zügen, die BR-103, sehr schön die Doppeltraktion hier mit den Zuckerwagen. Ah, wunderbar. Ja, und jetzt gibt es hier noch einen weiteren Zug drauf dann. Und zwar den Regio von, jetzt muss ich selber schnell gucken, hier oben. Wie heißt das Städtchen? Obertiefenbach. Genau, geht es hier nach Emmerich. Das sind zwei Städte, die haben wir nicht so im Fokus. Das sind auch Namen, die vom Spiel her sind. Aber ja, sowas muss man natürlich auch mal machen. Oder möchte man machen. Gut, also Brückenproblematik. Folgende Problematik haben wir hier. Wir haben hier eine Ausfädelung gemacht, eingleisig. Das hier ist unsere neue Strecke. Das können wir schon kontrollieren. Da ist nichts drauf. Genau. Da ist ja keine Linie drauf. Dann ist da auch noch nichts. Das geht hier rein und dann sind wir hier in den mittleren Gleisen. Mhm. Das würde heißen, hier vorne ging es um die Kurve rum. Jetzt wollte ich gestern hier eigentlich geradeaus. Und da musste ich feststellen, das geht nicht. Man reiche mir mal nochmal ein Gleis. Wo haben wir denn die Gleise? Jetzt ist das Mikro im Weg. Das ist nicht nur im Weg, wenn ich Städte bzw. Linien benenne. Nee, jetzt ist es auch noch im Weg, wenn ich hier irgendwie gucken will. Jetzt geht's plötzlich. Ich kann halt nicht andocken. Das ist das Problem. Also das Andocken funktioniert nicht. Wir könnten das separat machen. Wenn ich hier die Höhe verstelle. Irgendwie so. Ja, geht auch nicht. Da ist die Straße unten im Weg. Gut, das ist natürlich, also das ist egal. Die können wir wegnehmen, die Straße. Das ist tatsächlich egal. Ich hatte jetzt noch eine andere Idee, aber ich versuche das mit der Straße zuerst. Nämlich, was wir natürlich auch machen könnten, wäre folgendes. Dass wir zum Beispiel von hier oben mit einem Gleis hier runtergehen. Das Ganze ist ja eh eingleisig. Dass wir hier gar nicht einfädeln. Ja, oder zum Beispiel hier gar nicht einfädeln und hier runtergehen und hier unten durch. Dann sind wir auch in den Gleisen drin. Das sind hier die linken. Die Alternative wäre dieses Mittelgleis und dann hier lang. Kommt, wir versuchen zuerst das mal. Mir gefällt das eigentlich besser von der Idee her. Die Straße, die könnt ihr dann wieder haben. Sobald wir hier unser Gleis haben. Ja, schau an, jetzt geht's nämlich. Gut. Da würde ich aber noch kurz aufs andere Gleis umstellen. Angedockt hat. Jawohl, und ist unsere Brücke. Irgendwie ein Brückenmurks. Nö, sehe ich im Moment nichts. Das wird ja sowieso zweigleisig. Macht das hier noch einen Bogen? So dezent macht es einen Bogen. Moment, ich guck mal, ob ich so hinkriege. Ne, so geht's nicht. Das geht eben tatsächlich irgendwie interessanterweise nicht. Ja, das ist weiter unten. Das muss doch nicht weiter unten sein. Das muss hier ja nur andocken. Dann wird die Höhe automatisch bestimmt. Also, das wäre so. Kommt, wir machen das mal in zwei Schritten. Jetzt gucken wir mal. Und sonst machen wir es halt anders. Dann gehen wir unten rum. Na, jetzt will es nicht mehr. Na, einfach hier den hier. Nein, 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 so nicht. So hier rein. Ja, ich sehe jetzt schon das Problem. Genau, weil dann haben wir hier tatsächlich das... Ja, die Mauer haben wir da drin. Schade. Und die kriege ich nicht weg. Ich versuche es mal nochmal von hierher kommend. Da rein. Das geht auch nicht. Man sieht, es liegt nicht nur an der Straße. Das ist auch so irgendwie nicht wirklich, dass das so funktionieren will. Gut, dann machen wir es eben doch so, wie wir da vorher gesagt haben. Wir gehen da unten durch. Also jetzt muss ich schnell gucken, nicht, dass ich das falsch abreiße. Das muss weg und das hier hinten muss weg. Haben wir hier noch was? Nein, haben wir nicht. Das ist wieder so, wie wir es brauchen. Hier unten ist auch nichts, das sind Pfeiler. Dann gucken wir mal, dass wir die Straße zurückgeben können. Das ist städtisch, das ist falsch. Wir brauchen das hier. Ja, das geht doch problemlos. Zack, okay, dann haben wir das wieder sozusagen korrigiert, was wir hier... Ja, kaputt gemacht haben wir ja nichts. Wir haben getestet. Also, da müssen wir jetzt aber hier hinten schauen, dass wir das so hinkriegen, dass wir von hier kommend hier nicht einfädeln. Okay, dann nehmen wir das wieder weg. So, ich habe schon mal gesagt, bauen ist immer auch abreißen, das ist ganz klar. Man muss ja korrigieren können. Also jetzt hier irgendwie runter, wir sehen, das geht irgendwie so nicht. Was können wir machen? Hier ein Kringel, irgendwie so und dann den und irgendwie zurück und dann da rein. Das hätte natürlich auch was. Haben wir bald zu viele Kringel? Das könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Ich finde diese Kringel halt relativ cool, diese Gleiskringel. Weiter runter komme ich hier aber tatsächlich nicht. Kommt, wir machen das so. Es ist aber eine andere Brücke wie hier. Gut, es ist die gleiche wie die, die wir hier haben. Ne, ne, das hat schon seine Richtigkeit. So, und dann einmal hier rüber. Mhm. Ne, ne, mach mal mit Höhe. So, dass wir hier wirklich rüberkommen. Jawohl, nämlich so. Das ist die maximale Kurve, die wir machen können. Jetzt kommen wir doch dort runter. Ja, und zwar so. Kann ich hier noch mal ein bisschen? Doch, hier kann ich noch mal ein bisschen. Das funktioniert doch hervorragend. Jetzt vielleicht noch mal ein bisschen zurück, damit wir hier geradeaus können. Wir können sogar der Straße folgen. Ne, können wir nicht. Wir müssen ja in die Richtung. Wir müssen ja hier ans Gleis ran.
Ja, das passt aber. Okay, neun Kringel. Beim anderen Kringel, hier wird es dann wieder zweigleisig. Das ist unschwer zu erkennen. Müssen wir dann gucken mit den Signalen. Jetzt haben wir hier wieder einen Kringel. Was machen wir denn hier? Wir machen irgendwann eine Competition oder eine Abstimmung. Was machen wir in unsere Kringel rein? Also wir haben hier den Kringel und dann haben wir da hinten noch irgendwo den Doppelkringel. Der ist in der Nähe von Oberböser. Da ist Oberböser. Hier ist er. Genau, da gab es auch noch eine Idee, nämlich dahingehend die Straßen selber ziehen. Weil ich habe gesagt, wenn wir eine Stadt hinsetzen, ich habe das getestet, dann ist die Stadt hier außen rum. Das heißt, hier drin wird nicht gebaut, weil halt diese Brücken hier sind. Wenn wir hier aber selber Straßen hier lang setzen und ein paar Fake-Häuser rein, das würde gehen. Ich bin mir nur nicht ganz sicher, ob wir hier tatsächlich unbedingt eine Stadt haben wollen. Eine andere Idee war ein Ringlokschuppen. Das wäre natürlich auch nett. Ich mache das nicht jetzt, weil wir sind gerade am Streckenbau, aber ich möchte schnell gucken. Den Ringlokschuppen, wo hatten wir den denn? Wahrscheinlich am ehesten beim Zug und dann bei... Ne, Werkzeuge ist es nicht. Gebäude. Den habe ich mit Sicherheit geladen. Den habe ich eigentlich immer geladen. Ringlokschuppen. Da ist er doch. Ne, das ist Madrid. Wo haben wir den denn? Da ist er doch. Ich guck mal. Ja, der passt von der Größe her hier nicht rein. So, aber da kommen wir mit den Gleisen nirgends hin. Also wenn wir das so machen... Man könnte es machen und dann könnte man die Straße entfernen und da einen anderen Weg für die Straße bestimmen. Das wäre eigentlich eine Idee. Wisst ihr was, kommt, wir machen den hier hin. Weil eine bessere Idee, also eine Stadt rein finde ich keine gute Idee, aber so ein Ringlokschuppen, das ist doch nett. Wir machen den mal hier rein und dann gucken wir, was wir mit dem machen. Hier hinten gucke ich mal, ob ich noch ein bisschen was landschaftlich machen kann. Tool. Bisschen zurück hier. Ja, dann können wir es ein bisschen runternehmen, das Ganze. Hier ist halt ein Spitz drin, das kommt von der Brücke dort. Ja, das können wir nicht mehr bearbeiten. Da müssen wir im Endeffekt hier tatsächlich die Gleise nochmal abreißen. Das möchte ich aber nicht. Wenn wir hier einen Baum hinsetzen? Die Frage ist, hat es dort oben einen Baum? Das werden wir gleich rausfinden. Hier so ein Baum dahinter. Kommt, wir machen das so. So, dann ist das ein bisschen verdeckt. Ich meine, es ist ja eh nicht schlimm. Also, von daher... Hier noch ein Baum. So, dann sieht das kein Mensch mehr. Das ist doch gut gemacht. Und hier hinten machen wir das Gleiche. Weil ich glaube nicht, dass wir hier dann was hinkriegen in Sachen Glätten. Nennen wir es mal Glätten. Hier unten ist okay, das können wir so lassen. So, jetzt bin ich aber doch beim Ringlokschuppen angekommen. Ich finde das eine schöne Idee tatsächlich. Wir gucken, was wir hier draus machen. Nehmen die Straße weg und dann gibt das hier irgendwie eine Museumsbahn oder irgendwie was. Eine Spitzkehre zum Beispiel hier hinten. Das war eine Idee von unserem Daniel. Das ist alles eine gute Sache. Können wir so machen. Und hier hinten, hier rein. Da gucken wir mal. Vielleicht doch ein, zwei Häuschen. Wir schauen. Ich finde den Kreisel cool. Aber eben, jetzt haben wir hier hinten nochmal einen Kreisel. Wo haben wir den denn? Wo bin ich denn stehen geblieben? Ach so, hier beim Reingehen. Genau hier. Bei dem Kollegen. Sollen wir da nochmal eine Kirche machen? Haben wir halt wirklich auch schon ein, zwei Mal. Ein Hausbau. Hier ein paar Häuser, die gebaut werden. Wir haben doch eigentlich Baugerüste. Und wisst ihr, was wir auch haben? Häuser, die gerade gebaut werden. Jetzt wäre natürlich noch wichtig zu wissen, wo haben wir diese Mod. Ach, du Grüne. Dunkelmod. Ich müsste Paketstation. Auch nett. Diese Teile. Ich müsste, also Industrie würde ich hier, glaube ich, nicht machen. Oh, ich weiß nicht, wo die sind. Ich werde mal, wenn ich im Off bin... Hier nochmal kurz durchgehen. Was ist das hier? Marriott? Ach, das sind Hotels. Das ist ein Krankenhaus. Ach, du Grüne. Okay, das ist ein... Oh, aber das möchte ich schon... Ui, das werden wir auch noch... Das werden wir auch noch nutzen. Sollen wir das jetzt nutzen? Weil jetzt habe ich es gerade an der Angel. Wie wäre es denn bei dem Kreisel? Ja, ich weiß, so werden wir nie fertig mit der Strecke. Aber ich habe schon mal gesagt, der Weg ist das Ziel. Ja, da müsste man noch eine Angleichung machen vom Terrain. Ach komm, wir lassen es. Weil wir kommen sonst wirklich von einem ins andere. Das sind hier moderne Kirchen. Hier ein bisschen klein. Moment, machen wir die mal größer. Ja, hat natürlich auch was hier eine Kirche. Aber ich finde es ein bisschen gesucht, wie gesagt. Was ist das hier? Das Wasserschloss, glaube ich. Ah, das hatten wir letztes Mal in Dortmund, genau. Hohenzollern Castle. Oder das hatten wir in Dortmund. Hier haben wir auch noch was. Und hier haben wir noch den Kölner Dom. Genau, dann habe ich den auch wieder gefunden. Aber Köln haben wir nicht. Jetzt habe ich vergessen, was ich gesucht habe. Was habe ich jetzt gesagt? Ah, Häuser bauen, genau. Oh Gott, wo haben wir die Mod? Ich weiß, dass ich die aktiviert habe. Das sind so Rohbauten. Finde ich das vielleicht, wenn ich hier mal Roh eingebe? Nein.
Bau. Hier müssen wir es doch finden. Bau, Bau, Bau. Da haben wir, was machen denn die Bäumchen bei Bau? Ich suche jetzt nicht ewig, keine Angst. Aber wenn wir es jetzt halt gerade finden würden, Plattenbauten, das ist was anderes. Was sind das hier alles? Da haben wir das, das Atomkraftwerk. Ein Christbaum, da haben wir Beach und so weiter. Wir haben hier Bürogebäude. Ihr seht, wir haben relativ viele Sachen. Halt die Baugerüste. Hier, Rohbauten. Warum habe ich das denn mit Roh nicht gefunden? Ich würde sagen, wir machen hier ein paar Rohbauten hin. Die sind jetzt hier halt gerade am Bauen. Einmal so kann ich die verändern. Jawohl. Ja, das ist mir zu wenig verändert. Ach, das ist dann erst eine Wand. Okay. Ja, machen wir hier mal eine Wand hin. Dann haben wir hier eine Front. Okay. Oh, schön, wie hier gerade die Züge durchfahren, während wir hier unsere Rohbauten hinstellen. So, und hier wie noch eine kleine Straße rauf oder so. Ist natürlich jetzt zum Wohnen, sage ich mal, nicht ideal. Also wenn du hier natürlich den ganzen Krach hast von den Teilen. Ist nicht unbedingt sehr schön. Hier noch so ein Teil und hier noch ein Teil. Und dann vielleicht ein Haus, das fertig ist. Was ist das hier? Das ist ein Stellwerk. Ne, das ist die Metzgerei. Die kommt hier hin. Metzger. Aber nicht dort, wo sie gerade ein Haus hinstellen. Sondern hier ist die Metzgerei. Okay, gut, das haben wir. Jetzt haben wir doch hier Kran und Co. Jawohl, ist halt eine Baustelle logischerweise. Wir werden das auch noch ein bisschen bemalen. So, hier noch ein Kran. Dann haben wir hier noch den Hohn. Ja, da kann man jetzt sagen, aber eine Baustelle in den Kreisel rein. Ja, weil sie halt jetzt bauen. Also das finde ich tatsächlich keine schlechte Idee. Dass wir das so machen. Und dann kommen wir dann aber auch Stantepede relativ zügig, würde ich behaupten, wieder zurück zum Thema Strecke, wo wir gerade stehen geblieben sind. Hier haben wir noch irgendwie so ein Gestell, weil eben hier wird ja gebaut. Jetzt haben wir noch Bauarbeiter, dachte ich. Na, finden wir so nicht. Die sind bei den Leuten. Im Groben würde ich so lassen. Jetzt möchte ich das aber sicher noch bemalt haben. Und zwar gerne mit irgendwie Dreck. Terra-Tool, also Maltool. Hilf, wenn wir hier Maltool eingeben. Dreck. Jawohl, irgendwie sowas. Und dann einfach hier drin. Und nicht mit voller Power, da darf auch noch ein bisschen Gras durchschimmern. Jawohl, da sieht man relativ deutlich, das ist halt tatsächlich eine Baustelle. Hier wird malocht. Haben wir irgendwo eine Straße hier unten? Die ziehen wir auch noch darauf. Mal gucken, ob das geht. Vom Steilen her. Da haben wir noch einen Bahnübergang. Den machen wir doch glatt. Oder sollen wir unten durch? Wir gehen unten durch. So, einmal so. Die Kurve noch aktivieren. Das war hier. Einmal hier den. Ja, da werden wir zu viele Pfeiler geschreddert. Komme ich hier nicht irgendwie anders durch? So. Okay, machen wir mal. Dann geht das da rein und dann geht das hier rauf. Sehr gut. Dann haben wir natürlich noch Fahrzeuge. Jetzt ist halt, sollen wir hier alles schon fertig machen? In dem Sinne, so wie wir es dann haben wollen. Oder sollen wir uns das noch ein bisschen aufsparen? Weil den Ringlockschuppen haben wir auch noch nicht fertig. Ja, irgendwie Baufahrzeuge bräuchten wir noch. Wo haben wir die denn? Die Teile brauchen wir nicht. LKWs und Bauarbeiter gehören da halt natürlich auch noch hin. Das ist ganz klar. Was ist denn das hier gleich nochmal? Schweizer Signalbrücke. Ah, für die Signale halt logischerweise. Da haben wir ein Floß. Zäune hätten wir noch um Mauern. Ich muss hier mal irgendwie mich wirklich durcharbeiten. Ich möchte eigentlich LKWs haben. Weiß gerade jemand, wo die waren? Irgendwie sowas. Das ist zumindest schon mal ein LKW. Er steht mal hier. Dann steht hier einer. Der guckt aber in eine andere Richtung, würde ich vorschlagen. Irgendwie so. Und dann ist hier unten nochmal einer. Den müsste man noch slupen können. Die hängen irgendwie ein bisschen durch. Ich würde es im Groben lassen. Also ich denke, man sieht, was das ist. Das ist sozusagen ein Neubaugebiet und die kennen halt nichts. Die stellen halt ihre Häuser wirklich hier zwischen die Gleise. Das sind Zugfans. Das macht man so, wenn man Zugfan ist. Und guck mal, der Kran ist sogar animiert. Also das ist natürlich schon auch sehr nett. Gut, ich würde es im Groben lassen. Ihr könnt ja mal schreiben, was ihr davon haltet. Würde mich interessieren. Und hier der Ringlockschuppen, den schließen wir dann an. Aber jetzt, komm, lasst uns zurück zum eigentlichen Gedanken. Nämlich, dass wir hier, nicht dort, sondern hier. Wo war es denn? Hier vorne irgendwo. Dass wir hier ins Gleis reinkommen. Also, hier haben wir auch noch ein bisschen was. Ein See wäre halt schon auch nochmal schön, aber man sieht, das ist zu weit oben. Das Wasser ist hier unten. Das, der Grundwasserspiegel, das heißt, wir werden hier tief graben müssen, um an Wasser ranzukommen. Würde ich mal lassen.
Ja, vielleicht habt ihr noch mal eine Idee, was wir dort machen können. Ringlokschuppen haben wir jetzt da hinten. Gut, also wir gehen hier ins Gleis rein, dann wird es zweigleisig. Und dann sind wir nämlich hier in den Gleisen drin. Und die führen uns dahin, wo wir hinwollen. Nämlich hier oben, zack, ich glaube sogar direkt in den Bahnhof rein. Jawohl, aber in die Durchfahrtsgleise hier in Emmerich. Das heißt, wir müssen hier noch was machen. Da haben wir natürlich jetzt hier, das habt ihr glaube ich auch geschrieben, wir haben hier die Gleise ein bisschen verstellt. Wir haben hier eine Brücke, hier haben wir die Güterzüge, die hier langfahren. Ja, die nutzen hier das Durchfahrtsgleis, machen den hier und kommen dann dort rein. Ja, gut, wie machen wir das am besten? Wenn wir hier daher kommen, ja im Prinzip ausfädeln. Vielleicht nochmal eingleisig und dann hier in dieses Gleis rein. Da haben wir ja auch noch eins. Und wir machen hier einfach eine Weiche. Das wäre glaube ich auch eine Idee. Also, dass wir hier irgendwie ans Gleis rangehen. Moment. Machen wir mal so. Müsste, glaube ich, funktionieren. Jawohl. Und hier wird ausgefädelt. Und dann über das Gleis hinweg. Wenn es geht. Weil später fädeln kann ich nicht. Das geht nicht. Aber ich könnte hier noch raus. Nee, da kommen wir wieder nicht in die Gleise rein. Weil wir hier natürlich auch einen Höhenunterschied haben. Weil wir hier eine Weiche haben. Das geht dann alles nicht. Aber wir könnten hier ausfädeln. Und wenn wir jetzt nämlich Glück haben... Genau, dann kommen wir hier nämlich rüber. Das würde sogar gehen. Mit andocken. Moment, ich mach das mal so. Geht das? Ich kann es ja mal so versuchen. Nee, dann kommen wir nicht rein. Wir müssen gucken, dass wir hier rüberkommen. So kämen wir rüber. Da ist die Steigung zu groß, aber so wird es gehen. Ist dann eine Gleiskreuzung. Haben wir, glaube ich, auf der letzten Map irgendwo oder vorletzten irgendwo in der Nähe von Dortmund auch gehabt. Gut, also funktionieren wird's. Man kommt da, glaube ich, hin. Ja. Ich mache mal den noch hier an und dann könnten wir eigentlich bereits gucken. Die Signale fehlen noch, ich weiß. Aber ich möchte schauen, ob die Linie im Prinzip so angenommen wird. Würde heißen, von diesem Bahnhof hier oben, also neue Linie. Zack. Einmal so und einmal. So, da sind wir wieder. Da muss ich doch glatt einen kleinen Schnitt machen. Und zwar ist nicht das Spiel abgestürzt, sondern OBS, mit dem ich aufnehme. Das hatte ich jetzt auch schon lange nicht mehr. Plötzlich schlurz und dann stand alles. Ja gut, dann machen wir halt hier weiter. Zum Glück gab es einen Autosave. Also das Spiel ist dann natürlich auch abgestürzt. Also was heißt natürlich? OBS abgekachelt, dann das Spiel und da gab es einen Autosave. Zum Glück, ne, nicht ein Autosave, wie sagt man dem? Ja, so ein Crash-Save-Ding halt. Deswegen können wir hier wenigstens 1:1 weiterspielen. Haben wir denn jetzt die Linie hier bereits gemacht? Im Sinne dessen, dass die, jawohl, die wäre schon hier. Obertiefenbach ist drin. Dann versuchen wir das nochmal. OBS bitte mitspielen, Dankeschön. Wir wollen hier nach Emmerich rauf und hier in den Bahnhof rein. Und das kann eigentlich nur via dem Gleis gehen. Und wir sehen, das funktioniert auch. Sehr gut. Wir machen das mal weg und gucken mal, wie sieht das aus. Ja, da haben wir schon den ersten Fehler. Das ist eingleisig, das wollen wir natürlich nicht. Gucken wir mal, warum das eingleisig ist. Das ist ein relativ langer Bereich. Das geht hier lang, hier lang, hier lang. Hier vorne haben wir den hier. Ja, und hier haben wir den. Das wird hier nicht zweigleisig, weil... Moment, machen wir mal das Ding hier an und gucken nochmal. L. Aha, und schon ist es zweigleisig. Ich dachte schon... Da fehlt ein Gleis, aber da fehlt gar nichts. Ne, da kann ja eigentlich kein Gleis fehlen. Die Linie haben wir ja schon. Also die Gleise haben wir schon für eine andere Linie tatsächlich. Also hier unten durch. Dann geht das hier rüber und dann geht das dort rein. Dann ist das völlig richtig. Wir drehen nochmal. Wir haben noch einen weiteren Bereich hier hinten, den wir schnell kontrollieren müssen. Auch hier tatsächlich. Guck mal, auch eingleisig. Das ist hier, genau. Und dann geht das hier rein und dann fehlt hier die Weiche. Kein Wunder ist das eingleisig. Wir müssen hier irgendwie noch rüber. Ich schnapp mir mal ein Gleis. Nein, nicht das 15 km/h Gleis. Das brauchen wir hier tatsächlich nicht, aber so eins können wir nehmen. Komme ich hier rüber ohne Probleme? Ich habe es fast vermutet, dass es auf der Brücke dann irgendwie ein Problem gibt. Bauen, bauen, bauen. Doch, so geht's. Und die Weiche, doch, die sieht halbwegs normal aus. Machen wir mal. Da passiert noch nichts. Wahrscheinlich stimmt hinten noch was nicht. Oder die Signale sind noch nicht richtig. Sieht man auch, die Signale sind nicht richtig. Ah, jetzt ist es zweigleisig. Doch, doch. Hat ja geklappt. Also, dann fangen wir mal hier oben an mit den Signalen. Also das ist ja soweit in Ordnung. Hier wird das mit den Gleisen... Nein, das stimmt so nicht. Beziehungsweise wir müssen hier noch eins rüber. Nochmal eine Weiche haben. Gleisvorfeld sozusagen, wenn man so will. So, weil sonst kommen wir hier gar nicht rein. Das andere ist ein Durchfahrtsgleis, das in der Mitte. Jetzt nochmal die Linie. Beziehungsweise wir müssen dem sagen, er soll eins weiter rüber. Linie verwalten. Wir sind in Obertiefenbach, nicht in die 1, sondern in die 3 wäre das.
Das geht nicht, aber in die 2 wäre wahrscheinlich machbar. Jawohl, ach, das ist die 2, logisch, weil natürlich das Durchfahrtsgleis nicht nummeriert ist. Das ist logisch. Also, dann haben wir das hier auch. Jetzt haben wir es hier wieder eingleisig. Ist es denn wahr? Machen wir den hier nochmal. Und dann passt's. Gut, jetzt brauche ich die Linie und dann wollen wir mal gucken wegen den Signalen. Signal Ahoi. Wir nehmen sowas. Zack, von hier hinten. Ist das die richtige Seite? Jawohl. Wir brauchen das Signal hier. Dann haben wir hier das Gegensignal. Das ist ein bisschen zu nah dran. Machen wir das mal hier hin. So, das Signal weg. Wieder Signale schnappen. Dann haben wir hier die Signale. Da können wir aber zwischendrin mal nochmal was machen, jetzt wo wir weitere Züge haben. Da waren wir ein bisschen sparsam tatsächlich. Ist natürlich nicht schlimm. Hier haben wir eine Straße. Zack, machen wir hier noch eins. Ne, das ist genau falsch. Ich wollte, wenn, dann hier. Zack, stimmt das überhaupt? Ne, dann ist hier auch falsch. Oder ist das beides richtig gewesen? Nein, wir müssen es davor haben. Vorderstraße, damit die Schranke eben runter geht. Das ist ja gar kein Bahnübergang, das ist ja eine Brücke, Herr Heisenberg. Okay, gut, aber wir können es trotzdem so lassen. Aber dann habe ich es jetzt verschlimmbessert. Also, wir ändern das nochmal. Jetzt habe ich gedacht, das ist ein Straßenübergang. Oh, wisst ihr, was ich auch noch mache? Ja, Moment, das machen wir gleich. Oder das mache ich im Off. Ich nehme dieses Ding da wieder weg, diese Rohbauten. Die gefallen mir tatsächlich doch nicht. Ich kann euch auch sagen, warum. Das ist eine alte Strecke. Moment, ich muss mich schnell konzentrieren. Dahingehend, dass wir hier die Signale halbwegs vernünftig gesetzt haben. So, dass das auch Sinn macht. Nach hier vorne, danach gucken wir uns das andere an. Hier stimmt es eigentlich. Hier habe ich gesagt, stimmt es nicht. Aber hier stimmt es tatsächlich. Dann haben wir hier das Gegensignal. Dann ist hier eingleisig bis nach hier vorne. Nö, sogar relativ weit. Und dann düsen wir hier rein. Das heißt, hier ein Signal und in die Gegenrichtung. Wo geht's rein? Hier vorne. Da hätten wir hier gerne das Signal. Das wird ja ignoriert von den Zügen, die von hierher kommen. Dann steht da hier. Wobei das natürlich Käse. Ne, der andere kann ja da warten. Das müsste eigentlich funktionieren. Sagt also, das so haben. Sonst werden wir sehen, wenn sich die Züge angucken, müssen wir da nochmal was machen. Hier die Signale, die stimmen so auch nicht mehr. Da muss das hier weg. Das hier kann ein bisschen weiter nach vorne. Sagen wir hier hin. Das weg. Dann haben wir hier. Das hier hinten. Ja, dann haben wir dort einen Block. Das ist wieder okay. Und wenn wir hier lang düsen, dann bräuchten wir hier mal noch Signale. Da oben haben wir welche. Ist wieder ein relativ langer Bereich. Wir machen hier auch noch was hin. Dann geht das hier lang. Auch hier. Sehr sparsam mit den Signalen. Okay. Ja, weil halt da nur eine Linie unterwegs war vorher. Das macht schon Sinn. So, hier rüber. Dann haben wir hier unten nochmal. Damit hier auch ein paar Züge fahren können. Dann haben wir den hier, und hier oben geht es dann in den Bahnhof rein. Sehr gut, dann haben wir das Ganze fertig. Wunderbar, ja, dann brauchen wir einen Zug, beziehungsweise wir benennen das noch, das ist die Regio. Ich weiß es auswendig, das ist die Regio 7, muss das sein. Jetzt müsste ich aber die Städtchen haben. Und zwar Regio 7 von, aufpassen, nicht löschen, von Obertiefenbach. Tiefenbach nach... Emmerich. Das heißt schon Emmerich. Ja, ja. Emmerich. Passt das Regio 7 Obertiefebach? Habe ich da? Ich brauche da noch ein N. Ich nehme ein N. Ich kaufe ein N. Emmerich. Herr Heisenberg, eben das Mikro ist im Weg. Ich sage es gerne immer wieder. Ne, jetzt stimmt es erst recht nicht mehr. Emmerich. Das muss weg. Diese See. Emmerich. So, dann haben wir es tatsächlich doch noch geschafft. So, ihr ahnt es. Jetzt brauche ich nur ein Depot. Das werden wir uns hier oben gönnen, würde ich sagen. Wir düsen hier lang. Haben wir hier keins? Ne, ich glaube, wir haben halt tatsächlich nur das Durchfahrtsding genutzt bis jetzt. Und ja, die andere IR, die hier hält. Wo macht dann Depot Sinn? Ja, eigentlich überall. Zum Beispiel hier so. Ein bisschen ins Städtchen rein. Wir gucken mal schnell. Gebäude. Depots haben wir hier. Track Helper, das ist wieder was anderes. Die Stahlbogenbrücke. Hier haben wir das Teil. Das haben wir gerade letztens mal verwendet. Wir könnten dieses längere mal wieder nehmen. Das hier. Das müssen wir bald schon wieder loopen. Und das können wir, glaube ich, nicht. Nee, das können wir tatsächlich nicht. Schade, dass das nicht Standard ist bei allen Gebäuden. Dass man die automatisch oder dass man die einfach alle loopen kann. Wenn wir den machen. Hier so ein bisschen ans Gleis ran. Das finde ich gar nicht schlecht. Machen wir mal. Schnappen wir uns ein Gleis. Und
Mach mal den hier. Ganz frech. Jawohl, hier einmal einfädeln. Ist nur fürs Depot tatsächlich. Dann da rein. Und hier eine fröhliche Weiche. Da rein, zack. Und dann Signale, Le Zwerg. Haben wir hier. Einmal, zack. Einmal. Moment. Das sind irgendwie nicht Zwerge, ist aber egal. Ich finde die auch cool tatsächlich. Das hier wären die Zwerge natürlich. Aber das sieht doch auch nett aus mit diesen süßen kleinen Teilen. Gut. Kommen wir da in unser Depot rein? Ich denke mal schon. Doch, doch, das müsste klappen. Jetzt brauchen wir einen Zug. Das ist eine längere Strecke. Das darf durchaus meiner Meinung nach was Potentes sein. Und zwar elektrisch. Ja, der Metronom fehlt doch. Uns fehlen noch ein paar Züge. Der Alex ist noch nicht drauf und und. Aber ich würde hier sozusagen nochmal einen gängigen machen. Hier diese Starkenberger. Das ist halt eine extrem coole Lokomotive. 120, das reicht eigentlich. Power ohne Ende. Wow, komm, wir nehmen die. Die hat mich jetzt gleich wieder angesprungen hier. Diese schwarze Lokomotive, die hat mir schon immer sehr gut gefallen. Passagierwagen schwarz haben wir wahrscheinlich nicht. Dunkel hätten wir hier. Diese grauen, das sieht doch auch stark aus. Cisalpino. Gehört natürlich nicht unbedingt jetzt hier auf so eine Strecke. Das wäre eher wieder etwas für den Hügel, für den Berg. Nehmen wir trotzdem. Machen wir mal den, dann machen wir zweimal den. Hier mit Werbeaufkleber. Dann haben wir den hier und dann haben wir den noch. Dann sind wir bei 207 Meter. Machen wir nochmal. Dann haben wir 233 und da machen wir drei Züge. Das ist viel Gleis. Das müssen wir ausnutzen. Regio 7. So, und dann wollen wir mal gucken, wer hier rauskommt. Ich sage immer im Idealfall der Zug, den wir gekauft haben. Ich hoffe es mal. Brauchen wir ein bisschen Geduld, ist ein längeres Depot. Aber das wird hinhauen. Jetzt gucke ich gerade auf die Uhr. Ich würde sagen, wir machen mal einen Teil der Fahrt mit. Ich glaube nicht, dass wir fertig werden. Da werden wir auch ab und zu wahrscheinlich mal noch stehen. Guck mal, das ist doch ein Bild von einer Lokomotive. Während oben gerade die BR-103 durchfährt. Starkenberger Gruppe. Gemeinsam für die Vision. Und hier diese Wagen, die auch sehr nett aussehen. Sehr cool. Wir gehen mal schnell rein noch. Logischerweise, weil wir wollen A, den Führerstand sehen. Ja, nicht schön aufgelöst, aber dafür relativ, ja gut, alles eingezeichnet. Tag, Kollege. Mal in die Wagen rein. Ja, die sehen klasse aus. Also das gefällt mir, wenn man hier so sitzt und da so lang düst. Und oben sieht man tatsächlich noch die BR-103, das ist doch nett. So, einmal mit der Cam nach vorne. Und einmal runter. Und nochmal ein bisschen nach vorne, nicht, dass wir hier den Stromabnehmer im Gesicht haben. Machen wir mal so, düsen so mal in den Bahnhof rein. Und dann würde ich tatsächlich sagen, wir machen die Mitfahrt morgen als erstes, weil, ja, die dauert jetzt wahrscheinlich schon 7-8 Minuten, denke ich. Und das dauert zu lange. Wir sind beim Video bei, glaube ich, 29 Minuten. Jetzt ist halt wieder alles abgestürzt, jetzt bin ich wieder nicht mehr sicher, wie lang das Video ist. Da kann ich nur immer wieder sagen, wenn es ein bisschen zu kurz ist, also das wäre unter 30 Minuten, dann tut mir das leid, weil die sollen länger sein. Aber dann machen wir die nächste halt einfach wieder länger. Und eben, normalerweise früher waren Let's Plays 15 Minuten, von daher ist das, denke ich, auch lang genug. Gut, dann also, morgen werden wir hier einsteigen, werden mit diesem Zug mitfahren und darauf freue ich mich. Ich hoffe, ihr freut euch auch drauf. Wir schauen noch schnell zu, wie er rausfährt, während die BR-103 hier wieder reinfährt. Und dann sagen wir so, tschüss. Tschüss, macht's gut, bis morgen. Bye, bye.